So, willkommen zurück zu King's Quest 7. Ja, wir sind jetzt in Kapitel 3. Der Himmel fällt runter. Ja, und wir sind jetzt wieder mit Valanis von Davendry unterwegs. Ja, lasst uns beginnen. Ja, und wir sind wieder bei der Rieseneidechse und wir werden sie gleich einmal füttern. Ja, vegetarisch. Komm. Hallo? Mahlzeit. Und sie haut gleich einmal ab. Und raus aus der Höhle. Tja, was haben wir denn hier? Eine Statue mit Füllhorn. Da hinten noch eine. Diese Statuen sind wunderschön, unglaublich. Tja, wirklich zauberhaft. Und eine zerstörte Brücke. Ja. Was ist bloß mit dieser kleinen Brücke passiert? Tja, das würden wir wohl auch gerne wissen. Und ein ausgetrocknetes Flussbett. Und naja, ein paar Vögel, die um ein paar Blumen herumschwirren. Diese Blumen riechen himmlisch. Tja, sonst gibt es wohl hier nichts mehr. Aber die Landschaft ist wirklich wunderschön. Ja. Weiter. Ich rate dir, kehr um, Valanis. Diese einst magischen Wälder wurden verflucht und niemand ist hier sicher. Tja, ein sprechender Hirsch. Und er kennt sogar ihren Namen. Tja. Wir können wohl alle Lebewesen auch sprechen. Naja, reden wir mal mit ihm. Ich bin Valanis von Daventry, edler Hirsch. Und ich schätze deine Anteilnahme. Aber ich habe eine Aufgabe, von der mich nichts abbringen kann. Ich muss deine Wälder betreten. Du bist mutig, aber du sollst eins wissen. Die Eiche, die du zuvor gesehen hast, war einst meine Frau Ceres, die Mutter Natur ist. Ich konnte es nicht verhindern, dass sie in einen Baum verwandelt wurde, da ich bereits in einen Hirsch verwandelt worden war. Ich, Attis, Herr der Jagd, konnte sie nicht beschützen. Wer hat so etwas Schreckliches getan, Lord Artis? Der Angriff kam so plötzlich und so heftig, dass ich nichts sehen konnte. Nur ein Edler des obersten Hofes von Eteria könnte so viel Macht besitzen. Aber das ist undenkbar. Dein Verlust tut mir leid, Artis. Aber ich muss weitersuchen. Leb wohl, mein Freund. Valanis, warte. Sei gewarnt. Weit im Westen befindet sich der Wald des verwunschenen Volkes. Betritt ihn nicht, da das verwunschene Volk nie freundlich, aber immer hungrig ist. Danke, Lord Artis. Möge es das Schicksal gut mit uns meinen. Tja, das ist wohl Lord Artis, der Herr der Jagd, unser Hirsch. Tja, und das da hinten, die Eiche? War einmal Mutter Natur, also Ceres. Lady Ceres, ich werde dir helfen, wenn ich kann. Die arme Ceres. Tja, was ist das? Welche niederträchtige Kreatur trieb diesen Flock in den Baum, in Lady Ceres? Dieselbe Kreatur, die sie in einen Baum verwandelt hat.
Wenn ich nur wüsste, wer das war, Valanis, würde ich mit Sicherheit dafür sorgen, dass er es bereut. Ich befürchte, meine Lady wird an dieser Wunde sterben, aber ich kann nichts tun mit diesen plumpen Hufen. Tja, die arme Ceres. Naja, und der arme Lord Artis, der ihr leider nicht helfen kann. Denn in dieser Hirschgestalt ist er dazu nicht fähig. Naja, fragen wir ihn mal über unsere Rosella aus. Vielleicht weiß er irgendetwas. My Lord, meine Tochter wurde mir von einem mächtigen Zauber genommen. Sie ist ein liebenswertes Mädchen mit blauen Augen und goldenem Haar. Ihr Name ist Rosella. Hast du sie gesehen? Ich habe sie nicht gesehen, Valanis, aber ich habe von ihr gehört. Sie soll mit König Ota Fenris dem Dritten, dem Herrscher der Trolle, verheiratet werden. Ich muss sie retten? Wo ist das Königreich der Trolle, my Lord? Der einzige bekannte Zugang zur vulkanischen Unterwelt liegt westlich von hier, hinter dem Wald des verwunschenen Volkes. Meine Gedanken sind geschwächt. Aber ich erinnere mich, von einem Händler in der Stadt der Hundesrepublik gehört zu haben, der eine Salbe verkauft, mit deren Hilfe man durch den verwunschenen Wald gelangen kann. Wo liegt die Hundesrepublik und wie lautet der Name des Händlers? Ich kenne seinen Namen nicht, aber die Hundesrepublik liegt nördlich und westlich von hier, hinter diesem Wald. Danke, danke! Ich muss jetzt gehen! Tja, wir sollen also zur Hundesrepublik gehen. Weiß er sonst noch irgendwas? Gibt es nichts, das den Fluch brechen kann, mit dem du und deine Frau geschlagen wurden, Artis? Vielleicht, aber ich weiß nicht wie. Feldspat, der uralte Felsengeist, könnte es mir sagen. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, ihn zu wecken. Du siehst, ich werde mit jeder Stunde, die vergeht, mehr zu einem richtigen Hirsch. Das Denken bereitet mir immer größere Schwierigkeiten und die Schatten des Waldes dringen in mein Blut. Wenn ich eine Möglichkeit finde, dir zu helfen, werde ich es tun, Lord Artis. So, war das schon alles? Armer Kerl. Ich sollte ihn zufrieden lassen. Tja, dann weiter. Aha. Hier wird es schon düsterer. Mal schauen. Du meine Güte! Ah, ein Werwolf! Ah, davor hat uns Lord Artis gewarnt. Naja. Gehen wir mal nach oben. So, wir müssen hier rüber. Tja, und hier sehen wir schon ein Spinnennetz. Ach du meine Güte! Ganz ruhig, mein kleines Juwel. Bald bist du all deine Probleme los.